Ne? Alter. Also vielleicht muss ich echt noch 10 cm oder 20 wegnehmen. Hä, hey, bist du bescheuert? So seid alle hässlich. Oh. Das war richtig. Das war so richtig schön. Cooles Geräusch. Ja? Oh. Also das weiß man ja jetzt noch nicht. Aber der Robin ist gestern ganz geschickt gegen so ein Schild geklettert. Und er hat sich gerade sehr geschickt mit dem Schaft dagegen geschlagen. Wir können die Gelegenheit echt mal nutzen, wo wir gerade so schön filmen. Hast du das alles drauf von eben? Ja, ich habe das gefuchtelt drauf. Mein Skill und alles. Pass mal auf, ja? Sexismus-Video 2013, Gamescom. Hätte es nicht gegeben, hätten wir nicht Heinrich und Peter getroffen. Peter, seines Zeichens auf YouTube bekannt unter dem Namen Cripple2Go. Richtig guter Name, er hat einen kleinen Spasmus und richtig coole Typen. Die haben damals uns das Kaugummi gegeben. Ich habe so gerufen, bevor die Gamescom überhaupt losging, ich rufe, ey, ja, ich brauche mal ein Kaugummi, hat mal jemand was? Und Peter und Heinrich kamen an, Brüder übrigens. Und haben uns Kaugummi gegeben für diese Duke Nukem-Referenz am Anfang. Hätte es das nicht gegeben, ja, hätte es den Sexismus-Skandal nicht gegeben, dann hätte David heute seinen Job noch bei Giga. Toll, Leute. Also bedankt euch bei Cripple2Go, indem ihr zu seinem Kanal vielleicht geht. Guckt euch das mal an, das ist nämlich echt eigentlich ganz lustig, was der macht. Weil er so einen sehr einzigartigen Umgang mit seiner Behinderung hat. Und ich finde, davon sollte es viel mehr geben. Außerdem, muss er sich dann von dem Geld von seinem YouTube-Money neue Beine kaufen irgendwann. ja, also guckt euch das mal an. Das ist halt ein guter Kumpel von uns und wir bauen ja eh gerade das Nosteraniversum auf. Mit unserem eigenen Channel-Kosmos. Weil wir haben jetzt auch Maggie Maus am Start. Das sind ja alles Mega-Kanäle, ne? Und ja, guckt es euch halt mal an. Ich habe das mal in der Beschreibung verlinkt. Der ist natürlich noch in der Aufbauphase. Sein Körper ist sein ganzes Leben lang schon in der Aufbauphase. Ich wird wahrscheinlich nie abgeschlossen. Und ja, guckt halt mal vorbei. Also, das ist ein guter Mann. Der muss sich da in dieses Schnittprogramm noch ein bisschen reinfuchsen. Der hat heute ein neues Video hochgeladen. Ja. Für Content. Ja, da gibt es noch so ein Video mit so einem Booster. Das ist ein bisschen off-topic. Das versteht ihr wahrscheinlich nicht, weil es so ein Insider war. Aber das wird bestimmt bald Struktur haben. Und guckt es euch mal an, weil er ist halt echt ein cooler Typ so. Und anders wie andere hier hat er sich, nee, genauso wie andere hat er sich auch in unsere Herzen reingevögelt. So. Hat uns halt hier besucht zu Hause und jetzt kommt er gefühlt jede Woche rum und macht mit uns rum. Ja. Auf jeden Fall mache ich jetzt noch einen geilen Move. Feuer. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja, sah gut aus. Viel zu lang für ein Forts-Video. Gucken die Leute nicht an. Jumpcuts. Aber ey, ohne Spaß, ja? Cripple2Go, schon alleine der Name, Mann. Ohne Spaß. Das klingt doch schon geil, oder?